Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, heute lese ich aus Galater 1, 22 bis 24. Die christlichen Gemeinden in Judäa haben mich damals noch nicht persönlich gekannt. Immer wieder war ihnen zu Ohren gekommen, der Mann, der uns früher verfolgt hat, verkündigt jetzt selbst die rettende Botschaft und ruft zu dem Glauben auf, den er einst so erbittert bekämpfte. Und sie dankten Gott für alles, was er an mir getan hat. Ja, das schreibt Paulus zu Galater. Es war wichtig, diesen Galater das zu sagen. Das ist ein ganz interessanter Brief. Aber interessanterweise, dass er es so erzählte, wo es möglich war, dass es die Leute auch sprachen. Überall, schau mal, der Paulus, der redet. Und wir haben doch auch schon oft im Leben erfahren, wenn ein Mensch sich bekehrt zu Jesus, oh, dann muss er das allen sagen. Er ist dann so erfüllt von der Liebe Gottes. Er ist so eingetaucht in die Liebe Gottes, Gott selber, Gott von allen Göttern. Gott, der einzige Mächtige, der wirklich die ganze Galaxis gemacht hat und der den Mensch geschaffen hat, der liebt mich. Und dann beginnen sie es jedem erzählen, dort wo man, manchmal es vielleicht auch nicht unbedingt sein, aber sie sagen es überall, weil sie so erfüllt sind von dieser Liebe. So war Paulus. So wie er in eine Richtung ging und verfolgte die Gemeinde und dachte, der dient damit Gott. Und er begegnet ihm Jesus und sagt ihm, warum verfolgst du mich? Und er sagt, wer bist du? Ich bin Jesus. Und wer das gehört hat, dann hat er gesagt, ja, diesen Jesus will ich auch lieben. Und er hat ihn wirklich geliebt, sein ganzes Leben. Wenn wir lesen die Geschichte von Apostel Paulus, die ist einfach wunderbar. Möge auch Gott uns geben, diese Kraft zu zeugen, nicht nur, wenn wir uns frisch bekehrt haben, auch weiterhin erzählen. Auch in der Gemeinde ist es wichtig, dass man solche Leute auch nach vorne lässt, dass sie es auch erzählen. Wisst ihr, mir war so interessant, diese Geschichte von dem Buch Ben-Hur. Viele von uns haben das Buch gelesen und es hat ein bestimmter Schriftsteller, amerikanischer Schriftsteller, Lew Wallace, geschrieben. Eigentlich, jemand hat ihn gebeten, ein Herausgeber, er soll doch schreiben etwas gegen Jesus. Gab diesen Jesus nicht. Das hat etwas in die Richtung und er war eigentlich nicht gläubig, aber seine Frau war gläubig, die besuchte eine methodistische Gemeinde und sie betete für ihn. Und er hat da angefangen schreiben, suchen, recherchieren. Der Frau war es so unangenehm, dass er jetzt etwas will über gegen Jesus schreiben. Er hat da weitergetan. Aber je mehr er las, je mehr er recherchierte, desto mehr hat er die Überzeugung bekommen, es gab diesen Jesus auf der Erde. Er war hier, er ist auch verstanden und er hat sich dann vor ihm bekehrt und hat ihn aufgenommen, wurde ein eifriger Christ. Und danach hat er dieses Buch Ben-Hur geschrieben. Ben-Hur, ich weiß, ist ein Bestseller, das liest sie gern, da gibt es Verfilmungen. Super, wie jemand wirklich das Ziel gesetzt, eigentlich eine Rache ausüben. Und ja, aber das hat ihm nicht geholfen. Es hat seine Sehnsucht ihm keine Ruhe gegeben. Das hat ihn nicht erfüllt mit Frieden. Erst, wo er den lebendigen Jesus kennengelernt hat, das hat ihn verändert. Und es ist so wichtig. Ich habe in meiner Kindheit viel gelesen von einem Schriftsteller, der in Russland so sehr bekannt ist, Alexander Puschkin. Und dann kam ich mal auch auf sein Gedicht Fremdling. Ja, das ist ein Gedicht, wo er geschrieben hat, nachdem er das Buch Die Pilgerreise von John Bunyan gelesen hat. Und das ist so ein erschütterndes Gedicht. Eigentlich wirklich hat er so beschrieben, wie auch Bunyan es schreibt, ein Mensch, der unter Last der Sünden geht, wie er also gequält ist, wie er immer wieder also sucht nach Befreiung und wie er dann Befreiung bei Jesus gefunden hat und dann so ist gerade so bildlich also gezeigt, wie die Last von ihm weggefallen ist und wie er dann ein Christ wurde, auch wie, welche Schwierigkeiten er hatte und was er so alles gelebt hat, bis er dann zu Jesus auf den Himmel, im Himmel aufgenommen wurde. Ganz interessantes Buch und Puschkin beschreibt es so detailliert in diesem Gedicht. Wisst ihr, wo ich dann gelesen habe, wie er gestorben ist durch Duell und so. Das war mir so unangenehm. Ich habe gedacht, du hast doch dieses Buch gelesen. Das ist doch wirklich, du hast es verstanden. Du hast es wirklich begriffen, wie es heißt, also frei werden von allem, also was uns belastet. Aber ich denke, er ist ja nicht gleich gestorben. Er lag noch danach, nach diesem Duell. Und er hatte Zeit gehabt zu beten. Und ich denke, der hat gebetet. Und Gott hat ihn auch erlöst, weil er so diese Erfahrung im Leben gemacht hat, weil er das Wissen hatte. Also ich glaube so. Aber ich weiß nicht, nur der Herr weiß, wer zu ihm mal in den Himmel darf. Geschwister, es ist wichtig, dass wenn wir auch unsere Erfahrungen machen mit Gott, gerade die erste, dass wir sie aufschreiben.
Ich mache es immer wieder auch in unserer Zeitschrift. Ich bitte die Leute, schreibt gerade diese ersten Gefühle, gerade diese ersten Erfahrungen, wie man so Gott erlebt hat. Schreibt sie einfach auf. Da hat jemand jetzt auch in die letzte Zeitschrift geschrieben, einen Artikel. Und dann sagt die Person, weil ich so lange geschrieben habe, habe ich das ganz anders nochmal gesehen. Da waren so Details, sind dann vor meinen Augen gewesen. Und ich habe Gott ganz anders nochmal gedankt, dass er mich zu sich gebracht hat, Herr. Dass er mir erkennen ließ, dass er der Herr ist, der Herr über alle Herren. Und dann konnte sie auch dieses alles schreiben. Es ist so wichtig, dass wenn wir auch im Gebet sind, morgens und lesen, und der Herr offenbart dir vielleicht in dieser Begegnung mit ihm, du kannst jemand nicht vergeben, dann schreib es auf, also dieses, und dann bete darüber, mach, was du machen kannst, bis du wirklich einschreiben kannst, ich hab's vergeben, ich kann jetzt weiter atmen, ich hab den Frieden in meinem Herrn. Es ist so wichtig, analysieren. Auch, warum, wenn wir früher vielleicht so geistig waren und so den Herrn gelobt haben und jetzt sind wir kalt geworden, warum? Wo ist es, wo ich was reinkomme? Wieder reinigen diese Stelle und mit Gott anfangen und von ihm erzählen, so wie es Paulus getan hat sein ganzes Leben. Gott möge euch segnen.